Damit herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1. Diesmal geht's weiter mit dem DK Cup. Und wie man sieht, ist diesmal 16 zu 9. Ich muss mal testen, wie das aussieht. Kann man ja mal eine Folge machen. Ich weiß. Ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher. Das ganze Bild gestreckt ist, aber es sieht nicht so aus. Also es ist nicht gestreckt, sondern einfach nur. Also es ist einfach, das Bild ist einfach weiter. Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. So sieht es für mich aus, da kann ich das auch so lassen eigentlich. Ist auch deutlich angenehmer, wenn das ganze Bild bedeckt ist, anstatt nur fünf Achtel, keine Ahnung. Zack, die Münzen mitnehmen. Ich habe ja null. Oh, da hat er direkt Peach abgeschossen. Aber wenn ich zweimal triffe, dann ist das nicht gut. Ah, ich sehe gerade, dass es nur innen regnet und außen. Also es regnet wie in einem 4:3 Bildschirm. Also innen, aber außen sind noch Streifen frei, in denen es nicht regnet. Also Glück sind Steven rund. Zack. Ah, kann man auch nicht. Hätte ja sein können, dass man das nach hinten schießen kann. Also hier zu driften ist echt sinnlos. Ich triff dir jetzt mal nicht. Ah, ist noch sinnloser. Okay, Schutzschild aktivieren und dann trifft es natürlich. Oh, was? Cool. Das S hat man bestimmt jetzt ziemlich gehört. Zack. Und damit erster beim ersten Versuch. Ja, ich glaube, ich lasse das so 16 zu 9. Bei Pokémon Advance Adventure habe ich ja auch die Originalauflösung gelassen. Aber da sieht es dann auch gestreckt aus. Aber hier eher nicht. Zack, nächstes Rennen. Hoffentlich klappt das wieder so gut wie das erste. Oh, hier Bowser hat auch einen Turbo-Start gemacht. Ah, da habe ich sogar Mario getroffen. Ah, nee, das brauche ich nicht unbedingt. Theoretisch müssten die mal in Mario Kart 9 oder so die Strecke von Mario Kart Arcade Remaken. Ist das so? Keine Ahnung. Jedenfalls meine ich das. Das müssen die mal machen. Ist dann bestimmt lustig, wenn viele sich denken, was ist das für eine Strecke, habe ich noch nie gesehen. Wollte ich das Item nicht die ganze Zeit schon abwerfen? Irgendwas habe ich da vergessen. Ach, ich habe es nochmal gezogen, glaube ich. Zack. Die Items, die ich gerade hier ziehe, sind echt sinnvoll. Hey, ich hatte doch extra irgendwas aktiviert. Na egal. Aber ich bin echt ziemlich schnell. Komm mir jetzt nur so vor. Letzte Runde. Ah, da bin ich
zu weit in der Mitte gefahren. Wenn der zurückkommen würde, wäre das ganz gut, aber der explodiert ja. Ey. Ach stimmt, da kann man ja drauf springen, das habe ich vollkommen vergessen. Das hätte ich einmal eigentlich mal probieren müssen, aber das kann ich ja dann sowieso noch probieren. Zack. Bam. Nice, erster. Weiter geht's mit. Yes. Mit. Runde 3. Mit derselben Strecke wie beim ersten Mal, aber jetzt bei Tag oder bei Nacht, keine Ahnung. Oder am Abend, keine Ahnung. Ach, am Morgen anscheinend. Ach, jetzt ohne Regen, genau. Ich muss mich erstmal wieder erinnern, was überhaupt bei der ersten Strecke war. Das war ein guter Trick, damit die nicht so viele Strecken machen müssen. Einfach nochmal die alten Strecken nehmen. Plus eine andere Form. Zack. Wenn die Pflanzen einen wirklich treffen könnten, wäre das schon echt fies. Und der hat gerade eine Banane. Oh, die Münzen hätte ich mitnehmen können, aber. Kann ich nächste Runde machen. Zack. So, jetzt nehme ich die Münzen mit. Zack. 14 Münzen, nice. Oh, das war schlecht, das war sehr schlecht. Geh weg. Zack, bin wieder erster. Die Münzen sind anscheinend wieder hier. Keine Ahnung warum. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es bei dem Driften keinen Boost gibt. Es gibt ja diesen Schutzschild. Wie ich mittlerweile rausgefunden habe. Aber sonst. Bam. Man müsste jetzt mal auf die Karte gucken. Ob die jetzt irgendwie schneller werden. Das war ja ein Super Mario Kart so. Vielleicht haben die sich so ähnlich gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Kurve lag, dass die mich so eingeholt haben oder ob die wirklich ein bisschen schneller geworden sind. Ja, jetzt wo ich das auf 16:9 eingestellt habe, sieht man da an der Seite das. So, was sieht auf jeden Fall komisch aus, keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. Weiter geht's mit Round 4. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen werdet, weil ich das schon aufgenommen habe. Ich habe auch eine Taste gedrückt, mit der das Spiel abgestürzt ist. Zweimal. Deswegen musste ich Runde 1 jetzt dreimal fahren, den Rest zweimal. Und das hier hatte ich ja nicht ganz beendet bei der ersten Aufnahme. Ich weiß nicht. Ich denke, ich werde die erste Aufnahme nehmen und das dann hier reinschneiden. Oder die letzte Aufnahme gleich. Also bei der ersten Aufnahme das letzte gleich, die Runde 4 gleich weglassen. Ich weiß, ich musste meinen Satz erstmal bilden, bevor ich ihn sagen konnte. Was war das denn? Bam! Ich habe mich zu selbst getroffen, aber. Es kommt dir drauf an, was ich in der anderen Aufnahme gesagt habe, ob da irgendwas Relevantes dabei war. Zack. Schön die Kurve genommen. Die Münzen kann ich eigentlich mal versuchen mitzunehmen. Ja, ein paar habe ich gekriegt. Und die hier vorne erst recht. Ah. Zack. Weiterhin zweiter. Erster sogar. Aber jetzt mit 16:9 sieht das Ganze schon
viel besser aus, würde ich sagen. Jetzt beim Special Cup kann ich das ja auch anders machen, meiner Meinung nach. Man hat es ja jetzt im Originalen gesehen. Und so ganz original war es auch nicht. Die Qualität wäre, glaube ich, viel schlechter gewesen. Also die Modeltextur. Dieses erste und so sieht man ja, das ist ziemlich verpixelt. Aber erster Platz, ich habe es erfolgreich abgeschlossen. Okay, auch nicht ganz. Ich weiß. Ich brauche noch das Challenge Game. Oh, ist wieder. Ist anscheinend genau das gleiche. Das habe ich letztes Mal nicht verstanden. Da hat man gerade so ein schwarzes Bild gesehen. Zack, 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 zack. Nein. Ah, 50 Stück, yes, das war wieder knapp. Wieder knapp. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich geschafft habe. Jetzt muss ich nur noch das Speichern hinbekommen. Was? So, das war's jetzt. So, das war's jetzt mit dem DK Cup. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Wario Cup und dann geht's natürlich hier hinten irgendwann später mit dem letzten Cup weiter. Jo, das war's dann mit der Folge. Tschüss.